Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brocken. Nun haben wir das krasse Weekly Chest Opening hier. Wir sind also nun bereit für die aktuell große Zerstörung zu Season 3, denn wir waren ja wirklich jetzt aktiv unterwegs. Nun heißt es, gucken wir mal mit unserem Krieger zuerst rein, was hat unser Krieger denn heute in der Weekly Chest drinne. Danach gucken wir auf den Parler und zu guter Letzt auf den Monk. Wir haben hier 4000 Titanresidium. Wir haben eine Waffe bekommen. Diese Waffe ist schon mal mega scheiße. Ich weiß es nämlich, weil das die Waffe aus Kronstück anwesend ist, ohne Werte. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, dass das diese... Ja. Aber die Waffe hat einen coolen Damage-Output. Ich meine, hier haben wir natürlich Tempo und Vielseitigkeit drauf. Aber wir nehmen die natürlich mal trotzdem einfach rein. Jetzt haben wir 412. Wir haben einen dicken Damage-Output. Es ist nicht das Geilste. Ne? Das ist es auf alle Fälle nicht. Wir haben aber hier jetzt, wenn wir hier gucken, wir haben ja, wie viel haben wir gerade bekommen? Ich glaube 4000 Titan-Residium. Ne? Wir haben jetzt fast, wir könnten jetzt uns... Hätten wir uns fast die Dings kaufen können für. Wir haben jetzt, ich glaube, 7000 oder so kosten diese 9. Und jetzt, ja, wie gesagt, die Waffe ist Schrott, ne? Das muss man sagen. Hiermit ist es, was haben wir jetzt als Schrein? Riesenflöz. Wir haben drauf tyrannisch, wütend und explosiv, ne? Der Key ist halt mega explosiv, wie gesagt. An sich rein hat diese Waffe natürlich hier einfach Werte drauf, ne? Aber wenn wir hier halt gucken, ne? Die hat mehr Stärke, was wichtig ist, die hat mehr Ausdauer. Natürlich wäre uns hier Tempo und Vielseitigkeit natürlich lieber, aber das Ganze können wir ein bisschen ausgleichen. Hiermit haben wir auf jeden Fall ein Mega-Damage-Output. Und nun gucken wir mal auf dem Paladin, was uns der gute Paladin so bereithält. So, dann gucken wir nun mal mit dem Paladin rein, ob der, ja, ein bisschen mehr gekriegt. Ich meine, die Waffe ist cool, aber halt ohne Werte, daher relativer Müll. Er bekommt hier schon eine Waffe. 435. Das ist auf alle Fälle mega, mega nice. Denn hier haben wir, wie gesagt, Crit, Vielseitigkeit. Wir brauchen gar nicht so viel Crit und Vielseitigkeit. Hier haben wir schön Tempo drauf. Mega geil. Wir haben Vielseitigkeit drauf. Very, very nice. Das ist wirklich mal geiler Loot, wie er mir gefällt. Ey, Hammer. Bam, 415er Palatank. Mega, mega nice. Hier haben wir jetzt, glaube ich, sogar noch... Wir haben 5000... Und Titanresidium, das heißt, wir könnten uns theoretisch hier sogar noch einen, können wir uns sogar entweder noch einen 415er, also hier hochgerüsteten 420er kaufen. Oder wir warten einfach auf nächste Woche, dann können wir uns da einen 430er auf alle Fälle mit abholen. Das hat sich natürlich auf alle Fälle mit dem Parler hier mega, mega gelohnt, ey. Very, very nice. Dazu kann man nichts anderes sagen. Jetzt heißt es nur, ja, 4000 Titanresidium haben wir bekommen. Für den 9er Key. Nun gehen wir weiter auf den Monk, denn der hat ja schließlich hier wirklich das Krasseste gemacht. Ja, meine lieben Freunde, jetzt sind wir hier mit dem Monk dran. Da kann es einfach nur gut sein. Für ihn kann es einfach nicht schlechter werden. Handgelenke. Da hatte ich schon... 17.000 Titanresidium. Habt ihr es gerade gesehen? Alter, er hat 17.000 Titanresidium bekommen. Voila, voila. Oh, wie krass. Ja, Handgelenke hatte ich natürlich schon welche. Ja, da haben wir natürlich jetzt hier wahrscheinlich die gleichen, ne? Crit. Ah, Tempo. Ja, hier finde ich die Crit Mastery an sich sind einfach geiler. Ja, für den Monk hat sich das denn hier nicht gelohnt, weil wenn ich die jetzt hier austausche, kommt ein GS-Punkt mehr. Da geht ein bisschen Tempo hoch. Vielseitigkeit, aber Vielseitigkeit habe ich schon genug. Ja, für den Monk hat sich der ganze Key nicht gelohnt. Hier haben wir jetzt einen 9er toller Gore drinne. Ja, für den Monk hat sich das hier leider nicht gelohnt. Ja, der war eine 10er drinne die Woche, hat leider nur Schrott bekommen. Die anderen beiden haben wenigstens irgendwie einen Push bekommen. Ja, für den Monk hat es hier leider nicht gereicht. Ich hätte mir irgendwie eine Hose gewünscht, irgendwie hier so Handschuhe, irgendwas in dieser Richtung, Twinkles, Ringe gewünscht.
Ja, da bekommt man hier mit dem Monk, macht man eine Mythisch plus 10, bekommt ein 440er Item. Dieses ist leider nur Schrott. Naja, ist ja auch egal, man kann nicht immer Glück haben, ne, mit allen Charakteren. Ich meine, der Worry nicht mega Glück gehabt, hat eine bessere Waffe bekommen, eine Waffe bekommen, ohne Werte, ein relativ, ja, schrottiges Ding bekommen. Der Pala mega Glück gehabt, eine richtig geile Waffe bekommen, mit geilen Werten drauf, auf alle Fälle sehr nice. Der Monk, ja, der hat jetzt leider was bekommen, was halt nicht so geil ist. Von daher, wie gesagt, wenn euch das Video wieder gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, dann weiß ich das. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr möchtet, ja, schreibt was in die Kommentare, schreibt mir, was habt ihr bekommen, dann weiß ich es schon mal, dann kann ich mir das auch vielleicht, ja, vorstellen, ob ihr auch Glück gehabt habt. Ansonsten, wenn ihr von mir nichts mehr verpassen möchtet, so drückt einfach unten rechts einmal auf Abonnieren, dann bin ich immer, seid ihr immer auf dem Laufenden, was ich gerade wann, wie und warum mache. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen, angenehmen Tag. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.